بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine geehrten Geschwister im Islam, wir wollen heute unsere erste Reihe, wir haben ja jetzt momentan zwei Reihen, die wir gleichzeitig behandeln, fortführen. Und zwar die Reihe über die Suren des Koran, wo wir uns mit dem Aufbau und den Themen der Suren des Koran beschäftigen und auseinandersetzen. Und die andere Reihe, die wir vor zwei Wochen oder drei Wochen begonnen hatten, nämlich über die Tazkiya und konkret das Buch von dem Gelehrten Al-Maqdisi, Ukhtasar Minhaj Al-Qasidin, in dem er uns aufzeigt, wie wir zu unserem Schöpfer Subhanahu wa Ta'ala gelangen. Aber heute, insha'Allah ta'ala, weiter in unserer Reihe über die Suren des Koran. Und wir sind heute angelangt zu der Sura Nummer 84. Und zwar handelt es sich hierbei um Surat Al-Inshiqaq. Surat Al-Inshiqaq, welche von den Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einfach nur nach Al-Hikaya benannt wurde. Und was war nochmal nach Al-Hikaya? Dass ich einfach den Vers oder den Anfang der Sura wiedergebe, so wie er lautet. Und wie lautet der Beginn von Surat Al-Inshiqaq? Idha as-sama'u shaqqat. Sie haben einfach die Sura Idha as-sama'u shaqqat genannt. So wie es im Muwatta von Imam Malik überliefert wird, von Abu Salama, dass Abu Huraira radiallahu anhu vorgebetet hat mit der Sura Idha as-sama'u shaqqat und sich dann niedergeworfen hat und sagte, nachdem er dies tat und mit dem Gebet fertig war, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei dieser Sura und an dem Vers, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, und wenn der Koran vor ihnen rezitiert wird, werfen sie sich nicht nieder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich an dieser Stelle niedergeworfen hat. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass die Sahabe radwanullahi alaihim diese Sura einfach bezeichnet haben als إِذَا السَّمَاءُ شَقَّ. Aber bekannt ist die Sura in dem Masahif unter welchem Namen? Unter dem Namen Al-Inshiqaq. Al-Inshiqaq, das findet man immer in dem Masahif. Al-Inshiqaq, die Spaltung oder das Spalten. Surat Al-Inshiqaq besteht nach den Gelehrten aus Al-Madina und aus Mekka und Al-Kufa aus 25 Versen. Während sie nach den Gelehrten von Al-Basra aus 23 Versen besteht. Und wir hatten schon oft erwähnt gehabt, warum das so ist. Es geht darum, dass hier einfach einige Verse miteinander verbunden werden, sodass die Zählung der Verse sich unterscheidet. Aber die Sura ist die Sura, da gibt es keinen Unterschied. Und die Sura lässt sich grob in drei Abschnitte unterteilen. Und das Hauptthema dieser Sura ist, dass die Menschen zu ihrem Schöpfer zurückkehren werden und Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist das, worum es in dieser Sura geht. Diejenigen, die Gutes getan haben, welche die Wahrheit befolgt haben und akzeptiert haben, die werden erfolgreich sein.
Und Allah Ta'ala, er weiß, was sie getan haben. Während diejenigen, die Schlechtes getan haben, welche die Wahrheit abgelehnt haben, obwohl sie sie erkannt hatten, werden dafür ebenfalls zur Rechenschaft gezogen. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wird sie dafür bestrafen. Das ist das, worum es in dieser Sure geht. Und in dem allerersten Abschnitt dieser Sure beginnt Allah Subhanahu wa Ta'ala mit einigen Schwüren, wie es üblich ist bei den mekkanischen Suren. Allah Subhanahu wa Ta'ala entschuldigt, er beginnt nicht mit Schwüren. Entschuldigt, bin ich durcheinander gekommen. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beginnt diese Sura in einer anderen Weise. Und zwar beginnt Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Sura mit der Beschreibung des jüngsten Tags. Wie der jüngste Tag eintreten wird. Mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Versen. Dieser erste Abschnitt beginnt aus insgesamt 5 Versen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, was am jüngsten Tag konkret geschehen wird. Und all diese Beschreibungen haben im Endeffekt etwas mit dem Thema der Sura zu tun, wie wir gleich sehen werden. Lasst uns zunächst erst einmal, inshallah, diesen ersten Abschnitt hören. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, wenn der Himmel sich spaltet. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, und auf seinen Herrn hört, und es ist ja rechtens für ihn. وَإِذَا الْأَرُضُ مُدَّتْ, und wenn die Erde ausgedehnt wird. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, und herauswirft, was in ihr ist und sich entleert. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, und auf ihren Herrn hört, und es ist ihr rechtens für sie. Das ist die Einleitung zur Sura. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt in dieser Sura ganz am Anfang als Einleitung, was am jüngsten Tag geschehen wird. Und Allah Ta'ala, er beginnt mit der Beschreibung des Himmels. Und was mit dem Himmel geschehen wird. Der Himmel, er wird sich spalten. So als würde Allah Subhanahu wa Ta'ala uns sagen wollen, das, woran ihr die ganze Zeit gezweifelt habt, das, was ihr die ganze Zeit verleugnet habt, dass es keinen Schöpfer gibt, und das, was wir sehen mit unserem bloßen Auge, alles ist, das alles wird jetzt bestätigt, oder das Gegenteil von dem wird bestätigt, nämlich, dass es eine Offenbarung gab, welche vom Himmel herabgekommen ist. Dass es Propheten gab, welche eine Offenbarung entgegengenommen haben. Dass das, was wir sehen, nicht alles ist, sondern dieses Universum viel größer ist. Und dass wir im Grunde genommen nur sehr, sehr klein gewesen sind. Und dass dieser riesige Himmel nichts anderes ist als ein Geschöpf. Von vielen Geschöpfen, unendlich vielen Geschöpfen, Allah subhanahu wa ta'ala, was nur darauf wartet, dass Allah ta'ala irgendetwas von ihm verlangt, so dass der Himmel dies umsetzen kann. Und deswegen sagt Allah ta'ala, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, wenn der Himmel sich spaltet, genauso wie er es in Surat al-Infitar sagt, إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ, ja, ebenfalls eine Form von Spaltung, immer wieder spricht Allah subhanahu wa ta'ala davon, dass der Himmel sich spalten wird. So als würde jetzt die Wahrheit zum Vorschein kommen. Als würde das, was verdeckt gewesen war, jetzt sichtbar werden. Weil wir wissen ja, dass dies dem Verborgenen angehört. Und dass der Himmel im Endeffekt so eine Art, ja, Schicht gewesen ist, die zwischen uns und dem Jenseits gestanden hat, sodass wir nicht in das Verborgene blicken konnten. Aber jetzt durch die Spaltung des Himmels wird alles klar und deutlich. Jetzt werden wir alles erkennen.
إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت an verschiedenen Stellen des Korans immer wieder. Und es zeigt auch, meine lieben Geschwister im Islam, dass dieser riesige Himmel, der uns beeindruckt durch seine Größe, durch seine Weite, dass dieser riesige Himmel sich seinem Schöpfer fügt und es gar nicht anders kann. Und in diesem Moment dem Menschen klar wird, was er eigentlich für ein hochmütiges Geschöpf gewesen ist. Dass er als so kleines Geschöpf, was so anfällig ist für Krankheiten, was so anfällig ist für Schwäche, was sich nicht im Grunde genommen selbst wehren kann, dass dieses kleine Geschöpf sich gegen den Schöpfer gestellt hat, während dieser riesige Himmel sich dem Schöpfer gefügt hat. Und deswegen hört man, was Allah Ta'ala sagt. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Und er es auf seinen Herrn hört. أَذِنَتْ. أَذِنَتْ kommt von أُذُن. Und was heißt أُذُن im Arabischen? أُذُن heißt hören. Und mit أَذِنَتْ ist nicht nur gemeint, dass es hört, sondern dass der Himmel hört und gehorcht. Das heißt, der Himmel, er hört nicht nur einfach, was Allah Ta'ala von ihm verlangt, sondern er ist auch bereit, das zu befolgen, was Allah Ta'ala von ihm verlangt. Weil der Himmel nämlich weiß, dass er am Ende nur ein Geschöpf von den Geschöpfen Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. Egal wie groß der Himmel ist, egal wie gewaltig er ist, er bleibt ein Geschöpf. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt uns an einer anderen Stelle im Koran auf, dass diese gewaltigen Geschöpfe, wenn sie die Worte Allah subhanahu wa ta'ala vernehmen, demütig werden. Welches Beispiel und Gleichnis kennt ihr denn noch im Koran? Wo ein gewaltiges Geschöpf, was uns Menschen beeindruckt, wenn es die Worte Allahs vernimmt, sich spaltet vor Demut gegenüber Allah. Die Berge. In welcher Surah? Surah al-Hashr. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surah al-Hashr, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Hätten wir diesen Koran auf einem Berg herabgesandt. لرأيته خاشعا. Dann würdest du sehen, wie er was ist? خاشع. متصدع. Also خاشع ist still, aber gleichzeitig spaltet er sich. متصدع. Vor was? Min khashyatillah. Vor Ehrfurcht gegenüber Allah. Ein Berg, der so riesig ist, der so stark ist, der so beeindruckend ist. Wenn er die Worte Allahs empfangen hätten, die wir empfangen haben, dann würde er sich spalten vor Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt dann, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Und diese Gleichnisse prägen wir für die Menschen. Wofür? لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Damit sie sich Gedanken machen. Und dann beginnt Allah Ta'ala mit der Aufzählung seiner schönsten Namen. هُوَ اللَّهُ الَّذِي. Bis dann die verschiedenen Namen Allah subhanahu wa ta'ala aufgezählt werden. Der Himmel, er spaltet sich, wenn er die Worte Allahs hört. Der Berg, er würde sich spalten, wenn er die Worte Allahs hört. An anderer Stelle, in Surat al-Ahzab, sagt Allah subhanahu wa ta'ala was. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. Allahu Akbar. Wir haben die Amana. Was ist mit der Amana gemeint? Was ist hier mit der Amana gemeint nach vielen Gelehrten? Was sagen sie? Amana ist ja etwas Anvertrautes, ein anvertrautes Gut. Aber welche Amana ist hier gemeint? ما هو المقصود بالأمانة هنا في هذه الآية؟ عن كثير من المفسرين. القرآن أوامر الله عز وجل. Ja, der Koran, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Inna aradna al-amana. Wir haben diese Amana. Wem vorgestellt? Inna aradna al-amana ta'ala al-samawat. Den Himmel, den sieben Himmel, nicht nur ein Himmel, den sieben Himmel. Wal-ard. Und der Erde. Wal-jibal. Und den Bergen. Fa'abayna an yahmilnaha. Sie haben sich aber geweigert, sie zu tragen. Und sind daran zu sagen, zusammengebrochen.
Aber wer hat sie getragen? Der Mensch. Und was sagt Allah über die Menschen? Innahu kana zaluman jahula. Er ist ungerecht gegenüber der Amane. Und Jahul, warum sagt Allah Jahul und unwissend? Warum sagt Allah unwissend an dieser Stelle? Was würde ihr sagen? Warum ist der Mensch unwissend? Warum benutzt Allah Ta'ala Unrecht und Unwissend als Eigenschaften für die Menschen in diesem Kontext? Ungerecht, weil er seine Amane nicht nachkommt und sie nicht pflegt. Und unwissend, weil er gar nicht weiß, was er für eine Verantwortung auf sich genommen hat. Ob er will oder nicht, er trägt diese Verantwortung. Eine Verantwortung, die nicht einmal die Berge und die Himmel tragen wollen. Allahu Akbar. Und dementsprechend, Allah beschreibt es. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. Was macht der Himmel, wenn er sich spaltet? Er weiß, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Oh Allah, was verlangst du von mir? Auf seinen Herrn hört, bereit ist, alles zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, ein ganz wichtiger Zusatz. وَحُقَّتْ. Und es ist dir rechtens für ihn. Was ist damit gemeint? وَحُقَّتْ. Was heißt, es ist rechtens für ihn? Das heißt, der Himmel, er hat Recht zu hören und zu gehorchen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, weil der Himmel, er ist ein Geschöpf von den Geschöpfen Allahs und er kennt die Stellung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ich meine, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Himmel beschrieben, indem er sagte, أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطُ. Was heißt أَطَّتِ السَّمَاءُ? Der Himmel hat angefangen zu beben. Und er hat Recht dazu zu beben. Warum? Weil es keine Stelle im Himmel gibt, die größer ist als vier Finger, außer dass sich an dieser Stelle ein Engel befindet, der entweder Rukur macht oder Sujud macht oder betet. Der Himmel weiß, wer Allah ist. Der Himmel erkennt seinen Schöpfer. Und dementsprechend, trotz seiner Gewaltigkeit, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu hören und zu gehorchen. Und das zeigt uns etwas, dass wir als Menschen erst einmal hören müssen. Und wenn wir richtig hinhören, dann werden wir automatisch auch gehorchen. Allah Ta'ala, er hat uns den freien Willen gegeben. Wir können uns entscheiden. Der Himmel kann sich nicht entscheiden. Die Berge können sich nicht entscheiden. Wir können uns entscheiden. Und unsere Aufgabe ist es was? Zu hören und zu befolgen. Zu hören und zu gehorchen. So wie es Allah Ta'ala im Koran gesagt hat. Sami'na wa ata'na. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über den Himmel gesprochen hat, dass er sich spalten wird am jüngsten Tag und dass er seinem Herrn gehorchen wird und das befolgen wird, was Allah Ta'ala von ihm verlangt, kommt jetzt der nächste Vers. Und dieser nächste Vers zeigt, egal wie hochmütig du im diesseitigen Leben gewesen bist, egal wie viel du besessen hast, egal wie sehr angesehen du gewesen bist im Diesseits. An diesem Tag werden alle gleich sein. Ohne Ausnahme. Egal welche Stellung sie im diesseitigen Leben hatten. Und deswegen hört man, was Allah sagt. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Und wenn die Erde ausgedehnt wird. Die Erde ist jetzt keine Kugel mehr. Sondern die Erde ist jetzt eine Fläche. Den Himmel gibt es so nicht mehr, wie wir ihn kennen. Es gibt vielleicht zu diesem Zeitpunkt keine Himmelskörper mehr. Die Erde ist nur noch eine Fläche, eine einzige Fläche, die ausgebreitet ist. Wie ein Stück Haut, wie die Gelehrten beschrieben haben. Alles gleich glatt. Keine Berge, keine Tiefen. Alles ist gleich. Und alle Menschen werden an diesem Tag gleich sein. Und dementsprechend, überheb dich nicht im diesseitigen Leben. Weil dies wird dich erniedrigen im jenseitigen Leben. Derjenige, der hier glaubte, dass er über den anderen steht, wird an jenem Tage
unter ihren Füßen sein. Und derjenige, der hier besonders demütig und bescheiden gewesen ist, der wird am jüngsten Tag besonders groß sein. Schaut mal, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Als Abdullah ibn Mas'ud auf einen Baum gestiegen ist. Und er hatte ganz dürre Beine gehabt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er hörte, wie die Sahabe über seine Beine lachten, sagte: Wisst ihr, wie schwer die Beine am jüngsten Tag von Abdullah ibn Mas'ud in der Waage sein werden? Und sie sagten: Sag uns dies, o Gesandter Allahs. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Beine von Abdullah ibn Mas'ud, entschuldigt, sie werden am jüngsten Tag in der Waage schwerer sein als der Berg von Uhud. Allahu Akbar. Schwerer sein als der Berg von Uhud, obwohl er solche dürren Beine hat. Das ist das, worauf es ankommt. Die guten Taten, dass du bescheiden gewesen bist, dass du demütig gewesen bist. Und dementsprechend, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Hälse der Muadhinun, welche das Wort Allahs im Diesseits erhöht haben und erhoben haben? Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihre Hälse am nächsten Tag? Dass sie die längsten Hälse haben werden. Das heißt, sie werden größer sein als andere. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Mutakabbirun, die hochmütig gewesen sind und versucht hatten, im Diesseits sich über die anderen zu stellen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, sie werden am jüngsten Tag wie kleine Zwerge sein. Zwerge. Die Leute werden sie übersehen, sie werden auf sie trampeln. Aus Erniedrigung. Allahu Akbar. An diesem Tag wirst du nur erhöht, wenn du Gutes getan hast. Und du wirst erniedrigt, wenn du Schlechtes getan hast. Es geht nur um die guten Taten, sonst ist alles gleich. Du kannst dir kein Haus bauen am jüngsten Tag mit deinem Geld, mit deinem Ansehen, mit deinem Aussehen, sondern nur mit den guten Taten, die du zurückgelassen hast in diesem diesseitigen Leben. Und dementsprechend, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Oh, die Einleitung jetzt zu dem, was kommen wird und herauswirft, was in ihr ist und sich entleert. Alles wird zum Vorschein kommen. Alles wird zum Vorschein kommen. Alles, was du im Geheimen getan hast, wird jetzt zum Vorschein kommen. Alle Sünden, die du im Geheimen getan hast, werden jetzt zum Vorschein kommen. Die Erde, sie wird bezeugen, was du getan hast, und sie wird reden, sie wird plötzlich eine Zunge bekommen. Und sie wird plötzlich alles erzählen. Du dachtest, dass du alleine gewesen wärst, aber jetzt kommt ein Zeuge, nämlich die Erde, auf der du diese Sünde begangen hast. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Wenn die Erde ihr Beben bebt und ihre Gewichte aus sich herausstoßen wird. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Und die Menschen sagen werden: Was ist los mit der Erde? وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. An jenem Tag wird sie ihre Geschichten erzählen. Oh, was nicht alles auf ihr geschehen ist. Was nicht alles passiert ist, was die Menschen versucht hatten zu verdecken. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Weil ihr Herr ihr das eingeben wird. Sie wird reden, alles reden. Und dann, meine lieben Geschwister im Islam, kommt noch einmal die Bestätigung, dass dem Himmel, diesem riesigen Geschöpf, nichts anderes übrig bleibt, als seinem Herrn zu gehorchen. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Noch einmal eine Bestätigung. Und auf ihren Herrn hört, und es ist ihr rechtens für sie. Und nach dieser Einleitung, durch die Beschreibung des jüngsten Tages, was geschehen wird, und dass alles zum Vorschein kommen wird, und dass alles bezeugen wird, was du getan hast. Nach dieser Einleitung kommt jetzt der entscheidende Satz in dieser Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von uns anspricht. Und zwar, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und diesen Satz, den müssen wir uns immer vor Augen halten. Jederzeit, an jedem Ort,
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaqi. Allah. Allah spricht jetzt jeden einzelnen von uns an. Egal ob Muslim, nicht Muslim. Egal, was du für ein Muslim bist. Ist völlig egal. Jetzt kommt jeder Mensch, der hier angesprochen wird mit diesem Vers. Weil das nämlich jeden einzelnen von uns betreffen wird. Ya ayyuhal insan, o du Mensch, innaka kadihun, du mühst dich hart ab, ila rabbik, zu deinem Herrn, kadaha, also nochmal eine Bestätigung, dass du dich hart abmühst, famulaqi, und so wirst du ihm begegnen. Was für ein Vers. Al-kadah, al-sa'yu. Jeder Mensch erstrebt nach irgendetwas. Aber Allah Ta'ala, er zeigt uns hier was auf? Dass wir am Ende unseres Lebens alle wohin zurückkehren werden? Zu Allah. Ob du an ihn geglaubt hast oder nicht an ihn geglaubt hast. Ob dir Allah wichtig war oder ob er dir nicht wichtig gewesen ist. Ob er im Mittelpunkt deines Lebens stand oder nicht. Ob du Muslim warst oder ob du nicht Muslim gewesen bist. Am Ende streben wir alle in unserem Leben und der Ausgang ist bei allen Menschen einer. Wir werden zu unserem Schöpfer zurückkehren. Und was wird dort geschehen? Famulaqi. Was heißt das Famulaqi? Wir werden ihm begegnen. Was ist mit dem mit ihm gemeint? Auf was ist das ihm zurückzuführen? Dieses Hä, dieses Pronomen in dem Wort Famulaqi. Ihr werdet ihm begegnen. Wer ist denn damit gemeint, mit ihm? Was? Ah, seine Taten könnte gemeint sein. Das heißt, wir werden unseren Taten begegnen. Dem Kadr, dem Sa'i. Jeder Mensch, der etwas getan hat, der wird es am jüngsten Tag vor sich sehen. Und Allah Ta'ala, er wird es ihm vorstellen. Und er wird ganz genau sehen, was er getan hat. Jede einzelne gute Tat und jede einzelne schlechte Tat wirst du vor Augen haben. Und du kannst jetzt dein Werk, dein Lebenswerk begutachten. Famulaqi. Aber nicht allein. Nein. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du wirst nicht allein sein. Sondern es wird jemand bei dir sein oder du wirst bei jemandem sein, der dir das vorstellen wird. Und wer ist das? Das ist dein Schöpfer. Und deswegen das Hä, die Gelehrten sagen, es ist entweder auf die Taten zurückzuführen oder auf Allah. Und es ist auf beide zurückzuführen am Ende. Weil was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, und stellt euch das vor, versetzt euch einfach mal jetzt in diese Lage. Stellt euch vor, ihr sterbt jetzt, in diesem Moment. Und jetzt habt ihr eure Taten vor euch. Kennt ihr diese Berichte von Menschen, die gesagt haben, sie waren kurz vor dem Tod nahe gewesen und sie hatten so eine Art Film gehabt, wo sie ihr ganzes Leben vor sich gesehen haben? Ja, gut, das wissen wir, das ist eine andere Sache. Aber die sagen sozusagen, manche sagen, sie waren schon tot, aber sie waren ja noch nicht richtig tot gewesen. Aber zumindest sozusagen standen sie dem Tod sehr nah. Und was berichten viele von ihnen? Viele von ihnen berichten, sie haben so ihr ganzes Leben vor Augen gehabt. Von Anfang an bis zum Ende. Ganzes Leben vor Augen. Jetzt, in dem Moment, kehrst du zu Allah Ta'ala zurück. Und dein ganzes Leben spielt sich vor dir ab. Jeder Moment, jede Sekunde. Und du stehst vor deinem Herrn und du musst jetzt Rechenschaft ablegen. Jetzt, in diesem Moment. Famulaqi. Das ist dein Lebenswerk. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ. Es gibt keinen von euch, mit dem nicht sein Herr sprechen wird. Also außer, dass Allah mit ihm sprechen wird. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. Zwischen ihm und zwischen Allah, seinem Herrn, gibt es keinen Dolmetscher, keine Zwischeninstanz. Du wirst allein mit Allah sein. Und Allah wird direkt mit dir sprechen. Und deine Taten werden jetzt direkt vor dir sein. Du wirst sie lesen.
Du hast das Buch noch nicht in die Hand bekommen. Das kriegst du noch. Du hast erstmal wie in einem Kino. Du siehst jetzt dein ganzes Leben vor Augen. Und du hörst, wie Allah Ta'ala mit dir spricht. Und er wird dir dein ganzes Leben vorstellen. Famulaqi. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَقَدَّمْ. So ein Kino, 360 Grad. Ja? Überall, du guckst rechts, du siehst nur das, was du getan hast. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَقَدَّمْ. Er guckt nach links ebenfalls. Egal, wo er hinguckt, er versucht sich zu verstecken vor seinen Taten, er schämt sich. Aber egal, was er tut, er sieht immer seine Taten vor sich. Sie begleiten ihn die ganze Zeit. Er wird sie nicht los. ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Und dann schaut er vor sich und das Einzige, was er sieht, ist die Hölle vor seinen Augen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ermahnt uns und sagt: فاتقوا النار ولو بشق تمر. So schützt euch vor der Hölle, selbst wenn es nur durch das Spenden einer halben Dattel sein sollte. Du entkommst diesem Moment nicht. Jeder von uns, der wird irgendwann einmal dies durchmachen müssen und Rechenschaft ablegen müssen über das, was er getan hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird es ihm vorhalten. Und dementsprechend entscheide dich jetzt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wie soll dein Lebenswerk aussehen? Du kannst dich jetzt noch entscheiden, du bist noch auf der Erde, Alhamdulillah. Ja, wir reden darüber und wir können noch was ändern. Es gibt Menschen, die das vielleicht jetzt hören, aber die können das nicht mehr ändern. Wir können es doch ändern, Alhamdulillah, es liegt jetzt in unserer Hand. Es ist unser Kedr, unser Sa'i jetzt, ja, unser Streben. Wonach willst du streben? Entscheide dich jetzt. Du kannst dich immer ändern, in jedem Moment, egal wie viele Sünden du begangen hast. Egal, was du bisher getan hast, jetzt, in diesem Moment, wo wir hier gerade sitzen, kannst du dein gesamtes Streben verändern. Und jetzt kannst du eine ganz andere Richtung einnehmen. Das ist deine Möglichkeit. Und du wirst derjenige sein, der im Endeffekt verantwortlich ist für sein Lebenswerk. Du ganz alleine gestaltest dein Lebenswerk. Und deswegen bist auch nur du ganz alleine für dein Lebenswerk verantwortlich. Famulaqi. Und jetzt kommt die Differenzierung. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, was mit denen eingeschehen wird, die ein gutes Lebenswerk hatten, die sich angestrengt haben, die sich bemüht haben, die nach Allah gestrebt haben nach dem jüngsten Tag, die fromm und rechtschaffen gewesen sind. Und dann spricht er über jene, welche den anderen Weg eingeschlagen sind, welche sich von den Worten Allahs abgewandt haben, welche nicht nach Allah gestrebt haben, welche nicht nach etwas Gutem gestrebt haben, welche egoistisch gewesen sind, welche mit Raffle gelebt haben, in Raffle gelebt haben. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über die einen und über die anderen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt folgendes: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Was nun jenen angeht, dem das Buch, dem sein Buch in seine Rechte gegeben wird, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Der wird eine leichte Abrechnung erhalten. Der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren. Ya Salam. Ya Salam. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihm jetzt in diesem Moment sein Buch in die Rechte legen, nachdem er ihnen das vorgestellt hat. Und er wird das relativ kurz machen. Er wird ihm nur kurz vorstellen, was er getan hat, kurz seine Sünden eingestehen lassen und dann direkt im Anschluss daran wird er ihm seine Schrift, sein Buch, in dem seine Taten vorhanden sind, in seine rechte Hand legen. Und hier über, genau über diesen Vers, fragte unsere Mutter Aisha radiallahu anha dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er dann sagte: Man nuqisha al-hisab yawm al-qiyamati udhib. Mit wem bei der Abrechnung am jüngsten Tag diskutiert wird, der wird bestraft. Und Aisha kam dann mit diesem Vers: O Gesandter Allahs, sagt dir nicht Allah Ta'ala im Koran, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen? Wie kann das sein?
Er gehört zu den guten Leuten, zu den Leuten der Rechten und erhält trotz alledem eine Abrechnung. Aber er wird nicht bestraft. Widerspricht das nicht, o Gesandter Allahs, deinen Worten? Schaut mal, wie mutig Aisha radiallahu anha gewesen ist. Und wie sehr sie sich Gedanken gemacht hat über die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie hat überlegt, sie hat nachgedacht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, o Aisha, das sind diejenigen, denen nur ihre Taten vorgestellt werden. Innama dhalika huwa al-'ard. Ihnen werden ihre guten Taten und ihre schlechten Taten kurz vorgestellt. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dieser schönen Überlieferung gesagt hat, wo er sagte sallallahu alaihi wa sallam, yudna al-mu'minu min rabbihi yawm al-qiyamah. Der Mu'min, der gläubige Muslim, wird seinem Herrn am jüngsten Tag nahe gebracht. Er wird zu ihm in seine Nähe gebracht. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ. Und der Herr des Stolzes, also Allah Ta'ala, er wird dann über ihn seinen Schutz legen, sodass das niemand mitbekommt, was jetzt geschieht. Sodass er nicht bloßgestellt wird. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Und er wird ihn seine Sünden eingestehen lassen. Und er wird zu ihm sagen, oh mein Diener, hast du nicht dies und jenes an jenem und jenem Tag getan? Woraufhin der Diener sagen wird, ja, oh Allah, ich habe dies getan. Und Allah Ta'ala dann ihm sagen wird, ich habe dir vergeben, weil ich im Diesseits deine Sünde bedeckt gehalten habe, werde ich dir heute vergeben. Und was wird er dann tun? Er wird ihm sein Buch in die Rechte legen. Und schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies in Surat Al-Haq beschreibt. Was wird derjenige sagen, der sein Buch mit der Rechten erhält? Er wird voller Glück mit seinem Zeugnis rennen und die Menschen sagen, ha umuqra'u kitabia, hier, lest beim Buch. Er ist stolz, das ist wie jemand, der ein Einsatzzeugnis hat. Ja? Der geht voller Stolz, ja, und zeigt es seinen Freunden. Er geht nach Hause, zeigt es seiner Familie. Ha umuqra'u kitabia, inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Ja, ich, wie gesagt, ich habe mich angestrengt. Ja? Und jetzt erzählt er, warum er sich angestrengt hat. Und was der Grund dafür ist, dass er jetzt diesen Erfolg erlangt hat. Und was ist mit dem anderen? Derjenige, der sein Buch in die Linke bekommen wird, er wird sagen, ya laytani lam ut kitabia. Oh, hätte ich doch bloß mein Buch nicht erhalten. Genauso wie derjenige, der ein schlechtes Zeugnis bekommt und sich nicht traut, nach Hause zu gehen. Und sagt, oh, wie soll ich jetzt nach Hause gehen? Würde es doch keine Noten geben, würde ich doch kein Zeugnis bekommen, hätte ich doch gelernt, hätte. Aber im Diesseits kann ich noch mal etwas gut machen, im Jenseits kann ich es nicht mehr gut machen. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über die anderen, indem er jetzt sagt, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird. Wieso hinter seinem Rücken? Wie ein Verbrecher. Die Gelehrten sagen, er wird sein Buch in die Linke bekommen, aber hinter seinem Rücken. So als würde er in Handschellen gelegt sein. Als würden seine Hände gebunden sein, wie ein Verbrecher. Ja, ihr wisst ja, wenn Leute festgenommen werden von der Polizei, was geschieht? Ja, in der Regel werden sie dann, ihre Hände werden nach hinten getan und sie bekommen Handschellen, damit sie sich nicht wehren können. Wo man, ja? Genau, ja, also wie gesagt, wir machen nicht den Vollständigsten, aber gut, dass du es erwähnst, ja, und er freut sich, zu seinen Angehörigen zurückzukehren, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird, ja, ihn dann wieder vereinen mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen, unter der Voraussetzung natürlich, dass sie ebenfalls das Paradies betreten werden. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا, der wird nach Vernichtung rufen. Ja, der wird genau das sagen. Und an anderen Stellen im Koran ebenfalls. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Furqan über denjenigen, der sich dem falschen Freund genommen hat. Was sagt Allah ta'ala über ihn? وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Und an jenem Tag, an dem der Ungerechte auf seine Hände beißen wird. يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Er wird sagen, ja, hätte ich doch bloß mit dem Propheten einen Weg eingeschlagen. يَا وَيْلَتَا, oh wehe mir, لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.
hätte ich doch nicht ihn so und so zu einem engen Freund genommen. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Er hat mich von der Ermahnung abgebracht, nachdem sie zu mir gelangt ist. Also wir sehen, die Leute, sie werden an jenem Tag fluchen. Sie werden fluchen. Sie wissen ganz genau, was sie jetzt erwartet. Sie wissen, sie haben verloren. Sie würden am liebsten zurück ins diesseitige Leben kehren. Aber sie können es nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit. Jetzt hast du die Möglichkeit. Jetzt nimm dein Leben in den Griff. Und sei dir sicher, du wirst es nicht bereuen. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Der wird nach Vernichtung rufen. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Und der Feuerglut ausgesetzt sein. Das ist dann sein Ausgang. In Jahannam, wal'iyadu billah, innahu kana. Was ist der Grund dafür, dass er diesen Weg gegangen ist? Innahu kana fi ahlihi masrura. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Was sagen die Gelehrten darüber? Die Gelehrten sagen hierüber, dass damit gemeint ist, dass er vor sich hergelebt hat. Dass er dachte, ach, dieses Leben ist alles. Dass er in Unachtsamkeit gelebt hat. Er hat sich keine Gedanken gemacht über das, was kommen wird. Einfach vor sich hergelebt, so wie es viele Menschen heutzutage tun. Ich lebe einfach mein Leben. So als hätte Allah Ta'ala mich nicht für einen höheren Sinn erschaffen. Ich meine, mache ich mir denn nie Gedanken als Mensch, warum ich mich unterscheide von den anderen Geschöpfen? Warum sind wir denn die einzigen Geschöpfe, die so unterschiedlich sind zu den anderen Geschöpfen? Ich meine, das muss doch einen Sinn machen. Das kann doch nicht einfach nur ein Zufall sein. Es müsste doch dann zumindest noch andere Geschöpfe geben, die genauso sind wie sie. Die genau den gleichen Intellekt haben wie wir Menschen. Die gleichen Fähigkeiten haben wie wir Menschen. Warum gibt es so etwas nicht? Warum nur wir? Das muss doch Sinn machen. Wir müssen doch für etwas Höheres erschaffen worden sein. Warum lebe ich einfach vor mir her und mache mir keine Gedanken, obwohl es so viele Zeichen gibt? Innahu kana fi ahlihi masrura. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen, hat nur gespielt sein Leben lang und hat sich nie Gedanken gemacht über den tieferen Sinn seines Lebens. Innahu dhanna an lan yahur. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Hat sich keine Gedanken gemacht über ein Leben nach dem Tod, dass es eventuell noch weitergehen könnte nach diesem Leben auf dieser Welt. Obwohl alles dafür spricht, wie wir gleich in dem nächsten Abschnitt sehen werden, dass alles, was um dich herum geschieht, die Jahreszeiten, ja? Frühling, wo alles zum Leben erweckt wird, Sommer, wo es heiß wird, und der Herbst, wo dann alles verwelkt, und dann der Winter, wo alles wieder kalt wird, und dann wieder der neue Zyklus. Alles, was um dich herum ist, deutet darauf hin, dass es etwas anderes geben muss, dass es weitergeht. Dass Menschen auf die Welt kommen und Menschen wieder sterben. Ja? Und so weiter. Jeden Tag die Dinge, die wir sehen um uns herum, alle deuten darauf hin, dass es etwas Höheres in diesem Leben geht und dass die Menschen nicht nur zum Spiel erschaffen worden sind und nicht nur im Diesseits leben werden. Innahu dhanna an lan yahur. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde und dementsprechend hat er sich alles geleistet. Bella, und jetzt widerspricht ihm Allah, inna rabbahu kana bihi basira. Ja doch, gewiss sein Herr sieht ihn wohl. Er hat ganz genau beobachtet, was er getan hat. Er hat Allah vergessen, aber Allah hat ihn nicht vergessen. Er dachte, dass es niemanden gibt, der ihn sieht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn gesehen. Er hat Allah nicht erkannt, aber Allah ta'ala, er hat ihn gesehen. Er hat die Worte Allahs nicht vernommen. Und hat sich ihnen gegenüber verschlossen. Aber Allah Ta'ala, er hat vernommen, was er gesagt hat und was er von sich gegeben hat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Na ja, doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. Und jetzt kommt der dritte und letzte Abschnitt, in dem Allah Ta'ala jetzt schwört. Und noch einmal aufzeigt, dass alles, was um uns herum ist, genau darauf hindeutet, dass der Mensch irgendwann einmal in eine neue Phase übergehen wird und für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Und zwar werden die Worte, dieser letzte Abschnitt eingeleitet mit dem Schwur, فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. Nein, ich schwöre beim Abendrot. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ. Und mit Shafaq muss nicht nur Abendrot gemeint sein, kann auch Morgenrot gemeint sein, das heißt die Dämmerung. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ. Und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقْ. Und dem Mond, wenn er voll geworden ist. Hört gut zu. Allah Ta'ala, er schwört bei der Dämmerung, das heißt, wenn der Tag beginnt.
Und er schwört bei der Nacht, wenn sie eintritt. Ja, wie der Abfolge von Tag und Nacht. Und dann schwört Allah Ta'ala beim Mond, wenn er voll geworden ist. Und was macht der Mond durch? Der Mond macht Mondphasen durch. Ja, er beginnt ganz klein mit einem Hilal, wird immer größer und größer, bis er zu einem Vollmond wird. Und nachdem er zu einem Vollmond geworden ist, in der Mitte des Mondmonats, wird er wieder kleiner, bis er wieder ganz verschwindet. Und dann wird ein neuer Mond geboren. Das jeden Monat. Immer wieder. Und du siehst das und denkst nicht einmal darüber nach. Du denkst überhaupt nicht darüber nach, dass genauso wie der Mond neu geboren wird, du auch neu geboren wirst. Und genauso wie ein Tag neu geboren wird und die Nacht eintritt und neu geboren wird, du ebenfalls neu geboren wirst. Alles um dich herum zeigt dir, es gibt diesen Zyklus und genauso auch du als Mensch. Du warst im Mutterleib gewesen, hast gelebt und jetzt bist du auf dieser Erde. Und ein Kind im Mutterleib kann sich auch nicht vorstellen, was hier auf dieser Erde geschieht. Lebt in einer ganz anderen Dimension, 9 Monate lang. Und dann kommt es auf diese Welt, lebt hier für einige Jahre und Jahrzehnte und dann geht es über in eine neue Phase. Alles um dich herum deutet darauf hin, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich wiederbeleben wird. Und jetzt kommt die Bestätigung. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Guck mal, dieser schöne Übersetzung ist unglaublich schön, oder? Ja, wie Allah Ta'ala diese Sura einleitet, ja, und dann übergeht zu den Taten des Menschen und dann aufzeigt, dass der Mensch strebt und das nach Gutem und nach Schlechtem strebt. Und dann darauf zu sprechen kommt, dass der Mensch eigentlich blind ist und warum er blind ist und dass er die Zeichen Allahs nicht erkennen möchte. Und jetzt noch einmal, dass mit einem einzigen Satz alles erklärt wird mit den Worten La tarkabunna tabaq. Was ist ein Tabaq? Ein Tabaq ist eine Schicht, ja, eine Art Schicht. Man sagt auch Tabaq auf Arabisch Teller, oder? Weil das wie eine Schicht ist. La tarkabunna, ihr sozusagen reitet auf einer Schicht zu einer nächsten Schicht. Ja, also wortwörtlich übersetzt, la tarkabunna. Ihr werdet auf jeden Fall von einer Schicht reiten zu einer nächsten Schicht. Ihr kommt von einer Dimension in eine nächste Dimension. Was? Tibaqa, genau. Tibaqa. Ja. Ja, so schön. Auf den Punkt gebracht. Von einer Dimension in die nächste Dimension. Ja, salam. Erstmal vom Mutterleib, ja, in diese Dimension und dann in die nächste Dimension unter der Erde und dann Barzach und dann vom Barzach kommt dann der jüngste Tag und vom jüngsten Tag geht es dann in die Ewigkeit, Paradies oder Hölle. Wal'iyadhu billah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Und deswegen, Allah fragt jetzt, Allah Ta'ala, er fragt jetzt die Menschen und er wundert sich. Es gibt so viele Zeichen, die darauf hindeuten. Willst du nicht nachdenken? Fama lahum. La yu'minun. Was ist denn mit jenen, dass sie nicht glauben? Warum wollen sie ihre Augen nicht öffnen? Und nicht nur das, Allah hat ja nicht von dir verlangt, selbst darauf zu kommen, sondern Allah hat doch extra Propheten gesandt. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sie sich nicht niederwerfen. Lass uns hier an dieser Stelle Sujud machen, insha'Allah Ta'ala, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Wir können auch gemeinsam machen, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wie wir am Anfang erwähnt haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an dieser Stelle Sujud gemacht. Ja, weil, ich meine, derjenige, der diese Worte hört, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich niederzuwerfen. Es ist alles so klar und deutlich. Warum denkst du dich nach als Mensch? Allah hat dir doch diesen Verstand gegeben, um nachzudenken. Nicht damit du lebst wie ein Vieh. Nur fürs Essen, für Spaß, für Spiel, für Gelüste. Du bist da für etwas Höheres. Allah hat dich erhöht, warum erniedrigst du dich, oh Mensch? Alles um dich herum zeigt doch, dass du für etwas Höheres erschaffen worden bist. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ. Glaubt ihr etwa, dass wir euch nur aus Spaß erschaffen haben und dass ihr zu uns nicht zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Erhaben sei Allah, der König, die Wahrheit darüber, dass er einfach so etwas erschafft, ohne Grund, ohne aus Spiel, aus Spaß. Was ist das?
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Wieder hier. Ihr seht, das zieht sich, der Koran ist unglaublich. Der Koran stellt eine Einheit dar. So unterschiedliche Suren sind. Immer wieder sehen wir bestimmte einfach Prinzipien, die in sehr vielen Suren bestätigt werden. Immer wieder aufs Neue. Was haben wir immer wieder gehabt? Das Prinzip, dass es zwei Arten von Zeichen gibt. Nämlich einmal die Zeichen in der Schöpfung Allahs und einmal die Zeichen durch die Offenbarung. Die Zeichen der Schöpfung, dieses Schöpfungsbuch, ja, sie bringen den Menschen zum Nachdenken. Und dann die Zeichen der Offenbarung, ja, sie bestätigen noch einmal das, ja, worüber der Mensch nachgedacht hat. Und bestätigen seine Vermutung, dass es einen Schöpfer geben muss, seine Fitra. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, dass diese Leute, die sowohl die Zeichen des Schöpfungsbuches als auch die Zeichen des Offenbarungsbuches verleugnen, dass diese Menschen die wahren Kafirun sind. Das sind die wahren Verleugner. Und deswegen sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Was machen sie? Ganz aktiv. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihm für Lüge den Koran. Ja, sie verleugnen aktiv, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben. Sie bedecken die Wahrheit. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie in ihren Herzen für sich behalten. Allah kennt das Innerste ihrer Herzen. Allah weiß, warum sie nicht glauben. Und dass sie das aus Hochmut tun. Dass sie das tun, weil sie ihre Gelüste befolgen wollen. Und dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder Mensch wird am jüngsten Tag seine gerechte Abrechnung erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, Muslim, nicht Muslim, ist völlig egal. Allah weiß, warum jemand beispielsweise nicht an den Koran geglaubt hat. Allah ist gerecht, Allah wird niemals jemanden zu Unrecht dafür belangen, dass er nicht an den Koran geglaubt hat. Und deswegen, ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, ja, Imam al-Ghazali, er hat ja diejenigen, die nicht an den Koran glauben oder nicht an den Islam glauben, in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Einmal die Kuffar, die welche die Wahrheit erkannt haben und sie ablehnen, die auf keinen Fall das Paradies betreten werden, die sich sicher waren, dass das die Wahrheit ist, aber abgelehnt haben. Und dann gibt es viele Menschen, wie er selbst sagt, und das ist die Mehrheit, welche sich nicht mit der Botschaft richtig auseinandersetzen konnten. Und Allah weiß am besten, wie er mit ihnen am jüngsten Tag verfahren wird. Wir wissen es nicht. Und er meint, Allah Ta'ala, er wird ihnen das dann auch am jüngsten Tag vergeben können. Warum? Weil sie nicht bewusst geleugnet haben, sie wussten das nicht. Und deswegen, Wallahu a'lamu bima yu'un, doch Allah weiß sehr wohl, was sie in ihren Herzen für sich behalten. Allah weiß das, warum er das verleugnet hat, warum er sich dagegen gestellt hat. Und er wird ihn am jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft ziehen. Er wird das herausholen, was in den Brüsten ist, was nur Allah Ta'ala alleine kennt. Wallahu a'lamu bima yu'un. Und diesen Menschen, verkündet Allah die Botschaft des Höllenfeuers. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. So verkünde ihnen eine schmerzhafte Strafe. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Und das sind diejenigen, die ausgenommen werden. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Ihre Taten werden weitergehen. Sie sind ausgenommen. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie für ihren Glauben und für ihre guten und rechtschaffenden Werke am jüngsten Tag belohnen. Und dieser Lohn, der wird niemals abbrechen, weil sie nämlich ewig im Paradies verweilen werden. Bevor wir insha'Allah ta'ala zum Ende kommen, meine lieben Geschwister im Islam, vielleicht noch kurz etwas zu dem Ayat Sajda. Zu dem Vers, wo es sozusagen diese Sajda gibt. Es gibt 11 Stellen im Koran, bei denen sich die Gelehrten einig sind, dass man hier Sujud machen soll. Und zwar handelt es sich hierbei um Stellen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, entweder dazu aufgefordert hat, ja, Sujud zu machen, ja, oder es dann auch selbst gemacht hat und das eindeutig ist. Und nach manchen Gelehrten ist das Sunnah, Sujud al-Tilawah zu machen, das heißt Sujud al-Tilawah, also die Niederwerfung des Rezitierens. Und nach einigen Gelehrten wie den Hanafiten ist es Pflicht. Und es gibt über einige Stellen Meinungsverschiedenheiten.
Und dementsprechend bei den Schafi'iten und den Hanafiten gibt es insgesamt 14 Stellen im Koran, wo man sich niederwerfen sollte. Bei den Malikiten gibt es insgesamt, bei den Hanbaliten gibt es insgesamt 15 Stellen, bei denen man sich niederwirft. Und bei den, wo ist das? Und bei den Malikiten gibt es unterschiedliche Meinungen innerhalb des Madhabs, wie viele Stellen das genau sind. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, inshallah, bezüglich der Malikiten, aber es ist auf jeden Fall etwas weniger. Aber über 11 Stellen sind sich die Gelehrten einig, dass dort sozusagen Sujud at-Tilawa gemacht wird. Vielleicht wichtig noch in Bezug auf Sujud at-Tilawa im Gebet. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise im Gebet das rezitiere, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, ob man direkt runtergehen soll an dieser Stelle oder ob man wartet bis zum Ruku'. Bei den Hanafiten wartet man bis zum Ruku' und macht nicht extra sozusagen eine Unterbrechung. Bei den anderen Gelehrten macht man dann mitten im Gebet dann eine Unterbrechung und führt dann sozusagen die Rezitation weiter. Ja? Das ist nur vielleicht auch zum Unterschied, weil werdet ihr vielleicht bemerkt haben, in türkischen Moscheen beispielsweise, wenn eine Sajd Tilawa kommt, die machen keine Sajd Tilawa im Gebet. Das liegt am hanafitischen Madhab, weil sie sagen, sozusagen, man macht schon sozusagen den Sujud, wenn man sozusagen dann Rukur und Sujud macht, nachdem man die Rezitation beendet. Ja, genau, ganz normal. Wenn man Sujud at-Tilawa im letzten Vers hat, wie beispielsweise in Surat Al-Alaq, und dann Rukur macht, dann braucht man nicht extra nochmal Sujud zu machen. Wenn man will nicht weiterlesen, dann reicht es aus, wenn man Rukur macht und direkt danach Sujud. Ja? Wenn man aber noch weiterlesen möchte, ja, dann gibt es dann diese Meinungsverschiedenheit, ob man dann sozusagen runtergeht und wieder aufsteht oder ob man dann direkt den Sujud macht. Ja, und es gibt diese Meinungsverschiedenheiten, ja, an welchen Stellen. Ja, 11 Stellen, darüber sind sich die Gelehrten einig. Und bei 4 weiteren Stellen sind sie sich uneinig, ob dort sozusagen Sujud at-Tilawa gemacht wird oder eben nicht. Nur damit wir das auch einfach mal sozusagen gehört haben. Ja. Das weiß ich nicht, Wallahu alam. Kann sein, aber ich glaube, da gibt es dann beide Möglichkeiten, aber bin ich jetzt nicht sicher. Gut, inshallah ta'ala. Das war Surat al-Inshiqaq gewesen. Eine Sura, die sehr kraftvoll ist. Eine Sura, die uns auch einmal an das Wichtige im Leben erinnert. Und dass wir uns auf das Wichtige konzentrieren sollen. Und dass jeder immer sein Streben ausrichten sollte nach dem, was Allah ta'ala von ihm verlangt hat. Und dementsprechend lasst uns versuchen, dies ernst zu nehmen, bevor die Zeit vorüber ist und wir nicht mehr die Möglichkeit haben, dann unser Leben neu auszurichten.